Wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sunny, herzlich willkommen heute am 5. März 2021 zu meiner 500. Folge Verbinde die Punkte. Ja, an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mich bis hierher begleitet haben und ich hoffe, mich weiterhin begleiten werden. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen, vielen Dank für eure lieben Worte und ja, dass ihr meine Arbeit so wertschätzt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ja, ich werde weitermachen, bis sich die Dinge endgültig geklärt haben. Und ja, wer mich kennt und mir zugehört hat, der weiß, dass das bis zum Kern der Sache gehen muss. Ja, eine Parallelwelt, die wir uns hier aufgebaut haben, beziehungsweise eine Parallelwelt, was sich da draußen auf der Bühne zeigt, und es gibt ja Vermutungen, dass sich in diesen Tagen die Zeitlinien trennen, wie auch immer man dazu stehen mag, wie auch immer, dass sich das ausformen wird in der nahegelegenen Zukunft. Lasst euch nicht von denjenigen beeindrucken, die hier ja entweder blind in das eigene Verderben laufen oder sehenden Auges dieses Verderben auf uns zukommen sehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass die Dinge in eine positive Richtung laufen, zumindest für diejenigen, die diese Richtung sehen. Wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich biete hier Informationen an. Das war stets mein Credo. Und mir ist es besonders wichtig, dass ich den geneigten Zuseher und auch Zuhörer natürlich zum eigenen Denken, zum eigenen Handeln ein bisschen animieren kann, ihn ein bisschen, soweit das nötig ist, an der Hand nehmen kann. Und ich denke, wenn wir miteinander so weitermachen, wie wir das die letzten Jahre getan haben, dann sehe ich hier wirklich eine rosige, sehr, sehr positive Zukunft, eine schöne Zeit auf uns zukommen. Ja, genug der Vorrede. Nochmals vielen, vielen Dank. Und ja, auf den nächsten 500 würde ich mal sagen. Wir starten mit den Meldungen. Und ja, am gestrigen 4. März wurde uns ja von außen mehr oder weniger vom Mainstream ein Datum vorgegeben. Ich habe das schon ein bisschen natürlich im Hinterkopf gehabt, diesen 4. März. Allerdings war ich durchaus überrascht, wie das von Seiten des Mainstreams prominent beworben wurde fast. Und ja, hier heißt es, der gefährliche Kult rund um den 4. März. Behörden fürchten neuen Angriff auf das Kapitol. Ja, dazu zwei kleinere Videos, die ich gesehen habe. Ich habe es nicht dabei. Einmal ein Video gestern aus Washington DC. Es ist weiterhin gespenstisch still und es war absolut nichts los, keinerlei Aufruhr. Und ein zweites Video, was ich gesehen habe, kam von General Flynn. Ein Interview, in dem er diesen 4. März durchaus in den Mittelpunkt gestellt hat. Auch, dass sehr, sehr große Dinge in diesen Tagen passieren. Allerdings hat er es nicht am 4. März per se festgemacht, sondern da ging es um eine gewisse Periode, a period of time, ein Zeitfenster sozusagen. In den nächsten Tagen vermuten doch einige, dass es hier bemerkenswerte Ankündigungen geben könnte. Wie gesagt, wir beobachten weiter und sind guter Dinge. Ich denke, wir haben allen Grund dazu. Ja, hier heißt es, in den internationalen Mainstream-Medien, in den USA halten radikale Gruppen Präsident Biden für einen illegitimen Amtsinhaber. Donald Trump ist ihr Messias. Im Netz verschwören sie sich zum Umsturz, als Datum kursiert. Der 4. März. Ja, wer da gewisse Dinge im Netz findet, der... Was soll ich sagen? Ich denke, es handelt sich hier um eine PR-Aktion, um eventuell eine False Flag Operation möglich zu machen, die ausgeblieben ist. Und bemerkenswert, wie gesagt, dass es in allen großen Blättern unisono besprochen wurde. Ja, warum QAnon-Anhänger glauben, dass Trump heute, also gestern, wieder Präsident wird. Wie gesagt, es gibt gewisse Gerüchte
Mich verwundert, dass hier der Mainstream tatsächlich da so aufspringt. Man möchte eventuell auch eine gewisse Enttäuschung, wie soll ich sagen, provozieren bei denjenigen, die sich nicht allzu sehr mit Q und den Anons, so muss man es richtig sagen, beschäftigt haben. Und ja, entweder es passiert nichts, dann ist die Enttäuschung, oder es passiert was, dann kann man es denjenigen in die Schuhe schieben. Ja, immer mit der Ruhe, würde ich sagen. Wir harren der Dinge. Ja, die QAnon-Supporter leiden an der Märzverrücktheit, March Madness. Ja, auch da. Schauen wir mal, was kommt. Der März ist ja noch relativ jung. Ja, hier weitere Beispiele, wie gesagt, da muss ich jetzt nicht ganz einzeln drauf eingehen. Ja, die Polizei von Washington DC und das FBI ist in Alarmbereitschaft gewesen gestern wegen dem wahren Inaugurationstag von QAnon. Neben dem 4. kursieren ja auch noch, oder kursiert auch noch der 20. März. Ich habe noch ein drittes Datum gehört, aber ich will nicht zu viel verraten, um die Überraschung nicht zu versauen. Ja, wie gesagt, ich wollte es nur aufzeigen, diese Fülle an Meldungen im Mainstream. Also hier CNN, alle sind sie dabei. Und auch die Tagesschau berichtet weiterhin über die QAnon-Verschwörungsanhänger auf dem Weg zur etablierten Wählergruppe, heißt es hier. Die rechtsextreme Verschwörungsbewegung QAnon geht davon aus, dass heute Trumps zweite Amtszeit beginnt. Nicht die einzige abstruse Vorstellung. Ja, im Lager der Republikaner wimmelt es von Anhängern. Also, um das Ganze mal ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, wo wir hier gerade bei den rechtsextremen Verschwörungstheoretikern sind. Wir gehen nicht von einer zweiten Amtszeit aus, die ja in diesem Konstrukt der Firma der Vereinigten Staaten stattfinden würde. Was wir hier höchstwahrscheinlich sehen, ist eine vollkommene Systemumwandlung. Ich habe schon oft erwähnt, wieder hin zur Republik, und auch das wieder vom Mainstream inzwischen aufgenommen. Darüber wird bereits berichtet. Wir werden sehen, wann gewisse Dinge an die Oberfläche kommen. Es bleibt weiterhin spannend. Bemerkenswert für alle, die da ganz draußen sind aus dem Thema: Wieso müssen wir über diese QAnon-Bewegung überhaupt noch berichten? Trump hat doch verloren, oder ist es eben nicht so? Ja, die Frankfurter Rundschau hat sogar einen eigenen QAnon-Live-Blog gestern ins Leben gerufen. Ansturm der Trump-Fans bleibt aus, so die aktuellste Meldung. Der 4. März war eine False-Flag-Aktion. Ja, hier immer wieder Updates und Updates. Ja, Washington schon ausgelöscht auf Google. Ja, Google Maps lässt das DC von Washington weg. QAnon-Bewegung verwirrt. Ja, wie gesagt, anscheinend ist es ein recht interessantes Thema inzwischen geworden für den einen oder anderen. Auch in Österreich wird darüber berichtet, Plan für Kapitolangriff aufgeflogen und so weiter und so fort. Und es kam dann sogar zu der Absage durch das US-Repräsentantenhaus der gestrigen Sitzung. Auch hier Grund Sorge vor einem neuen Angriff. Dass der Angriff am 6. Januar ja nicht unbedingt ausschließlich von QAnon-Anhängern durchgeführt wurde, da gibt es auch schon gewisse Vermutungen, gab es von Anfang an. Und eine Forderung, die diesbezüglich natürlich wieder an Trump gerichtet wird: Er soll doch bitte seine Anhängern sagen und seinen Anhängern sagen, dass sie friedlich bleiben, damit man das Ganze wieder zensieren kann. Übrigens wurde jetzt die Trump-Rede vom CPAC am letzten Wochenende auf YouTube gesperrt. Ja, nur am Rande. So, in den Vereinigten Staaten überprüft man inzwischen potenzielle Beziehungen zwischen Roger Stone, Alex Jones und den Aufständischen vorm Kapitol. Also man versucht hier weiterhin die Dinge in eine immer größer werdende rechte Schublade zu stecken. Wir werden sehen, wie weit das funktionieren wird. Ein General der Nationalgarde hat nun ein
gigantisches Loch in das Narrativ der Demokraten gerissen und hat eine ungewöhnliche Direktive vor dem 6. Januar veröffentlicht. Wir wissen ja, dass Donald Trump die Nationalgarde angefordert hätte. Aufgrund einer Intervention von Nancy Pelosi ist es dann nicht passiert. Also die Hinweise, dass dieser Ansturm gewollt war, und zwar nicht von den Republikanern, die mehren sich weiterhin. Ja, hier geht es um eine 60-tägige weitere Verlängerung der Nationalgarde in Washington, D.C. Die Polizei hat eben angefordert, die Nationalgarde weitere 60 Tage in der vermeintlichen US-Hauptstadt zu behalten, da es eben Beweise gibt oder vermeintliche Beweise gibt für eine mögliche Verschwörung durch eine Miliz, reicht schon. Ja, sehr, sehr viel Verwirrung und allein das, was hier schon passiert ist in der US-Geschichte meines Erachtens, neu. Das gab es so noch nie, dass die US-Hauptstadt Washington DC, wobei man ja da sehr vorsichtig sein muss, derart isoliert ist. Hier ein Artikel, der mal wieder darauf hinweist, dass es eben nicht die sogenannten QAnon-Anhänger waren, sondern ja vielmehr die Antifa, die sich hier als Trump-Fans verkleidet ins Kapitol eingeschlichen haben. Hier heißt es, Kapitol-Aufständische haben sich selbst oder hat sich selbst als ein Antifa-Aktivist eben zu erkennen gegeben. Ja, da haben wir sie, Nancy Pelosi. Hier heißt es, Fake News, Clownshow. Die Washington Post zieht ihre Meinung zurück, um die Lügnerin Nancy Pelosi zu verteidigen, nachdem Donald Trump sie eben dafür angegriffen haben, was ich schon angedeutet habe, dass sie es nicht möglich gemacht hat, dass am 6. Januar Nationalgardisten zum Kapitol gezogen wurden. So, hier nochmal die Bühne, die habe ich im letzten Video schon angesprochen. Ja, hier hat am Sonntag Donald Trump gesprochen und diese Bühne hat den ein oder anderen an SS-Runen erinnert. Und ja, bekannterweise wurde diese Bühne von einer Firma gebaut, einer Liberal Company, einer linken Firma, die bereits für Joe Biden und MSNBC gesprochen hat. Also, mal wieder ein kleineres Eigentor, was wir hier erleben. Ja, ein Artikel noch zu der Rede von Donald Trump. Er hat erneut die manipulierte Wahl angesprochen und hat erklärt, dass die politische Reise noch lange, lange nicht vorbei ist. Ob es da erst 2024 Neuigkeiten gibt, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, wir schauen uns an, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Ich möchte nochmal auf einen Artikel eingehen, in dem es um die Executive Order aus dem September 2018 geht, in der oder mit der möglich gemacht werden soll, dass man Sanktionen anwenden kann, wenn es zu einer ausländischen Wahleinmischung kommt. Und ja, dass es in der Wahl 2020 tatsächlich so weit gekommen ist. Das haben wir, denke ich, weitgehend gezeigt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner und dort vor allem das Militär, ja, der einzige Weg, dass vor allem das Militär sich das so gefallen lässt. Und meines Erachtens wird da im Hintergrund weiter an gewissen Fäden gezogen. Dass das Ganze noch nicht prominent im Mainstream zu lesen ist, mag nicht verwundern. Ich denke aber, dass es auch da gewisse Entwicklungen geben wird. Wir haben gehört, dass jetzt auch die letzten Klagen vom Supreme Court abgewiesen wurden
Und ja, das korrupte System wurde sozusagen vollständig gezeigt. Und jetzt wird spannend, wie die ganzen Entwicklungen eben weitergehen. So, da gibt es eine bemerkenswerte Meldung, und zwar aus Mississippi. Dort hat ein Richter entschieden, dass 78% der Briefwahlzettel betrügerisch waren. Und der Richter hat, wenn ich das richtig verstehe, eine Neuwahl in einem Bezirk angeordnet. Und zwar geht es da um den Bezirk Aberdeen in Mississippi. Und ja, also hier muss nicht nur neu ausgezählt werden, sondern hier muss tatsächlich neu abgestimmt werden, wenn ich das richtig verstehe. Wie weit das natürlich ein Einzelfall ist, das darf sich jeder selber ausrechnen. Ja, und hier zum gleichen Fall, hier wurde eine Dame, eine Notarin verhaftet und mit Wahlbetrug angeklagt. Hier geht es eben auch um diese Wahl in Aberdeen. Und jetzt schauen wir nochmal. Ja, der gleiche Fall. Der Richter, Judge Jeff Wheel, hat hier entschieden. Es ist nicht die erste Verhaftung bezüglich Wahlbetrug. Da haben wir in Texas schon was gesehen und in dem einen oder anderen weiteren Staat. Ich gehe davon aus, dass eine Welle von Verhaftungen folgen wird, wenn das Ganze mal wirklich aus dem Sack gelassen wird. So, dann blicken wir auf Trumps Ex-Sprecherin Kelly McEnany. Sie geht nun tatsächlich zu Fox News. Und ja, sie wird dort eine politische Kommentatorin. Ja, während ihrer Arbeit für den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat sie immer wieder Lügen und Unwahrheiten wiederholt und entschuldigt. Ja, ich habe bereits von gewissen Verlautbarungen gesprochen und ja, sie wäre doch prädestiniert dafür, hier gewisse Dinge im Mainstream in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir werden sehen. Ja, gewisse Dinge an die Öffentlichkeit bringen, da hapert bei Joe Biden. Er ist der Präsident, der es geschafft hat, jetzt, wo stehen wir, 43, 44 Tage nach seiner Inauguration, immer noch keine einzige Ansprache an die Nation gemacht zu haben. Und ja, hier heißt es Blackout. Das Weiße Haus meidet die Presse und öffentliche Auftritte. Biden versagt oder hat Probleme mit seinen öffentlichen Anforderungen oder den öffentlichen Anforderungen an seinen Job. Und das Ganze geht sogar so weit, dass es bei CNN nun heißt, White House Reporters, also die Journalisten im Weißen Haus fordern eine Pressekonferenz und ja, Biden wartet damit länger als seine Vorgänger. Es kam sogar so weit hier, Kennedy, glaube ich, im Hintergrund sogar, dass das Weiße Haus einen Livestream abgeschnitten hat. Biden hat gesagt, er freut sich, Fragen zu beantworten und dann ja, war Schicht im Schacht. Also, Joe Biden weiterhin aus dem Keller agierend, wenn man das so sagen kann. So, ein neuer CIA-Chef vom Intelligence-Komitee des Senats bestätigt. William Burns ist sein Name, ehemaliger Botschafter, ich schaue gerade, wo. Vielleicht sogar in China, das müsste man nochmal nachschauen. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. China wird natürlich sehr gut passen. Ja, fehlen ja nur zwei Buchstaben zur CIA, oder? Ja, egal. Ja.
dass es in den Vereinigten Staaten gewisse Bewegungen gibt, wie auch in Deutschland, werden wir noch sehen, Extremisten aus dem Militär zu entfernen, also vermeintliche Extremisten, sehen wir an dieser Meldung. Bidens Plan, um Extremisten aus dem Militär zu entfernen, sieht aus wie eine politische Operation. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, ob das so funktionieren wird. Weitere bemerkenswerte Meldung. Senatoren aus beiden Lagern haben nun einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der Joe Biden die War Powers, also die Macht, nehmen sollte, Krieg zu führen. Man vertraut ihm anscheinend überhaupt nicht mehr. Es gab jetzt schon in der letzten Sendung, habe ich das gebracht, den Versuch, ihm den Nuclear Football zu entreißen, sozusagen. Also Joe Biden wird in der Öffentlichkeit demontiert und am Ende wird er und das Konstrukt um ihn herum übel bleiben und Geschichte werden. Ich denke, davon kann man ausgehen. Nichtsdestotrotz kommt weiter, ja, Kriegsgeheul, mehr kann man es gar nicht mehr nennen. US-Präsident Biden bezieht Stellung, USA werden Annexion der Krim niemals anerkennen. Dann heißt es hier, die Rache vom Iran, wenigstens mindestens 10 Raketen treffen eine US-Basis im Irak. Eine wohl durchaus auch bemerkenswerte Meldung: Der Supreme Court hat nun entschieden, dass Staaten illegale Immigranten für Identitätsdiebstahl belangen können. Identitätsdiebstahl könnte in einer tiefer gehenden Ebene durchaus auch einiges an Bedeutung haben. So, kommen wir ganz, ganz langsam zum Thema Corona. Und hier heißt es Konflikt. Die Tochter von Fauci ist eine Softwareentwicklerin bei Twitter, eine Company oder eine Firma, die Menschen ausschließt, die nicht mit ihrem Vater einer Meinung sind. Auch da ja gewisse Abläufe, gewisse Verbindungen, die wir immer, immer wieder sehen. Gerade die familiären Verstrickungen sind ja wirklich bemerkenswert. So, Tote und Positivtests nach dem Nonnen in einem abgeriegelten Kloster in Kentucky die Impfung erhalten haben. Also sowohl Todesfälle als auch Infizierte durch die Impfung. Fragezeichen. An diese Meldungen gewöhnen wir uns ganz langsam, auch wenn es natürlich nicht der Fall sein sollte. Ich hoffe, dass diese ganze Geschichte irgendwann ein Ende haben wird. Wo es tatsächlich Bewegungen gibt, sind die Vereinigten Staaten. Und zwar nicht das Konstrukt, das ich schon erwähnt habe, sondern die Bundesstaaten machen mobil. Allen voran wohl Florida, ja, neben Texas vor allem. Und hier heißt es, Florida ist besser dran ohne einen detaillierten Impfplan. Eine Aussage des Gouverneurs DeSantis. Und ja, ich habe schon erwähnt, neben Florida ist vor allem Texas da federführend. Und hier heißt es, Texas öffnet einfach alles ab sofort ohne Ausnahmen. Wir diskutieren und fantasieren über Öffnungsperspektiven und Stufenpläne. Im wohl freiheitlichsten Bundesstaat der USA zeigt man, dass man massive Einschränkungen in die Bürgerrechte auch einfach aufheben kann, wenn jede Grundlage dafür gefallen ist. Und da entwickelt sich gerade eine Bewegung in den Vereinigten Staaten. Bürger sollen eigenes Schicksal bestimmen. Texas und Mississippi beenden die Corona-Maßnahmen. Ja, staatliche Mandate nicht mehr möglich. Und ich habe das vorher schon angesprochen mit der Republik. Eventuell entwickelt sich da, und da muss man wirklich besonders nach Texas blicken, ein neuer Konstrukt rund um Bundesstaaten, die hier nicht mehr zur Firma gehören möchten. Und gerade Texas ist ja ein besonderer Fall, weil hier die Angehörigkeit zur US Corporation mit dem Eintritt damals im 19. Jahrhundert schon jeweils nur für 2 Jahre bestanden hat und die müssen alle 2 Jahre wieder neu, ja, erneuert werden.
Und sehr, sehr interessantes Thema. Wie gesagt, ich kann ja nur wie immer an der Oberfläche kratzen, aber ich bin überzeugt davon, dass Texas eine ganz besondere Rolle spielen wird in diesen Tagen. Und das deutet sich an vielen kleineren Meldungen an. So, Biden hat sich dazu geäußert und kritisiert das Neandertaler-Denken in Texas und Mississippi. Ja, nichts mit der schönen neuen Welt in Texas. Und hier heißt es, zu sagen, alles ist gut, nehmt eure Maske ab, vergesst es. Also, Joe Biden versucht es hier tatsächlich, aber ich denke, die Texaner und auch andere werden sich das nicht weiterhin gefallen lassen. So, und hier geht schon einen Schritt weiter. US-Bundesstaaten heben Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht auf. 16 Staaten bereits ohne. Ja, eine Bewegung, die hier gestartet ist. Und hier sehen wir schon. Ja. Es wird. Damit blicken wir nach Deutschland, wo die Dinge natürlich wie immer etwas anders laufen. Ein Artikel vom Schweizer Rundfunk. 4 Monate Shutdown. Deutsche üben sich in Geduld. Deutschland reibt sich ob unseres Terrassenstreits die Augen. Doch auch dort scheint die Stimmung zu kippen. Nichtsdestotrotz scheint es, wenn es zumindest nach der Bundesregierung geht, alles prächtig zu laufen. Hier geht es um das Beschlusspapier, das jetzt am Mittwoch ja großes Thema war. Und ja, was kam dabei raus? Man hat von gewissen Lockerungen gesprochen. Es wird so ganz langsam. Eigentlich ist nichts passiert. Man gibt kleinere Häppchen. Man darf sich jetzt wieder zu fünf treffen und so Späßchen. Der Einzelhandel, der Tourismus, die Gastronomie und so weiter und so fort bleibt weiter geschlossen. Man darf jetzt alle 2 Wochen darüber diskutieren, ob man nicht öffnen könnte. Ja, Riesenwitz weiterhin. Lockdown auf alle Fälle bis 28. März weiter in Kraft. Nichtsdestotrotz heißt es hier, Merkel mahnt und macht Mut. Deutschland bekommt Freiheiten auf Probe. Wie gesagt, Freiheit hat man und bekommt man nicht. Was man bekommt, sind Privilegien. Aber ich denke, in diesen Tagen verstehen das auch mehr und mehr Menschen. Ja, im Bundestag wurde die epidemische Lage nun um 3 Monate verlängert. Ja, auch hier heißt es, das Gesetz enthält einen 3-Monats-Mechanismus. Also ganz langsam, Schritt für Schritt in eine, ja, ewige Pandemie, so könnte man es sehen. Vielen Menschen reicht es. Höchste Zeit für Vernunft heißt hier, Deutschlands Geduld ist am Ende. Das Zitate aus der Presse zum Bund-Länder-Gipfel jetzt am Mittwoch. Auch in der Politik werden die Worte immer rauer. Von Kubicki kommt, nicht Corona hält uns im Lockdown, sondern diese Bundesregierung. Ja, und Deutschland, da mal wieder weltweit ein Sonderfall. Die meisten anderen Länder reagieren inzwischen schon anders. So, habe ich schon angedeutet, Bund und Länder einigen sich auf Lockdown-Fahrplan ab 8. März, Öffnungsschritte alle 14 Tage. Also man wird dann immer, diese 14 Tage, die haben wir ja im November schon gehört, vertröstet sozusagen, um dann wieder zu erfahren, dass es nochmal 2 Wochen länger dauert. Ich denke, diese Bundesregierung wird das Ganze nicht beenden. Ja, hier nochmal zu Wolfgang Kubicki. Mit dieser Politik schadet die Regierung dem Ansehen Deutschlands in der Welt massiv, als wenn das wirklich das Hauptproblem in diesen Tagen wäre. Ja, hier heißt es bei der Welt, dieser Stufenplan ist ein verstörendes Dokument der Zeitgeschichte. Ja, aber meines Erachtens sind diese Absurditäten absolut notwendig,
um den Menschen, ich sage es immer wieder, zu zeigen, was hier tatsächlich los ist. Und nicht nur denen, die jetzt hier bei mir und anderen zuschauen, sondern denjenigen, die hier tatsächlich noch glauben, was in ARD, ZDF und den Mainstream-Medien erzählt wird. Und wenn selbst dort schon steht, also hier bei der Welt, bei der Bild und so weiter, dass das Ganze ja keinerlei Maß mehr hat, dann sehe ich da durchaus ein großes Aufwachen. Macht es allerdings nicht den Fehler, zu warten, bis alle anderen aufwachen, sondern jeder Einzelne zählt. Und wenn du es verstanden hast, um was es geht, dann ist zumindest deine Welt schon mal zum Schritt weit nicht gerettet, noch nicht ganz, aber der erste Schritt ist ja zumindest getan. Wenn wir auf alle warten würden, die noch schlummernd auf neue Bund-Länder-Gipfel warten, dann werden wir wahrscheinlich nie fertig. Ja, dann gab es Streit zwischen Söder und Scholz. Schlumpfig heißt es hier, sie sind nicht der König von Deutschland oder Weltenherrscher, schimpft CSU-Chef Söder in Richtung des Finanzministers. Was war vorgefallen? Ja, klar kann Scholz gar nicht der König von Deutschland sein. Das möchte ja der liebe Markus werden. Egal. Ja, hier nochmal, sie sind nicht der König von Deutschland. Ja, die neuen Lockerungen und der weitere Lockdown. Niemand kennt sich mehr aus und ich empfehle auch gar nicht, da wirklich so genau hinzuschauen, weil, ja, macht alles keinen Sinn, meines Erachtens. Und ja, die Bild-Zeitung gibt hier sogar eine Bedienungsanleitung für Merkels Öffnungsplan heraus. Das ist doch mal eine nette Geste. Ja, wie gesagt, gar nicht mehr großartig beachten, das Ganze. Alles auf Kippe heißt es hier, Osterbesuch könnte doch ins Wasser fallen. Wer hätte es gedacht? Also die Lockdown-Verlängerung bis zum 28. März war bereits am Dienstag durchgesickert, ebenso weitere mögliche Öffnungsperspektiven für den Handel. Doch was beschließen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs beim heutigen Videogipfel wirklich? Ja, und dazu ein Artikel von der Welt nochmal. Urlaub auf Mallorca ist okay, die Ferienwohnung an der Ostsee bleibt tabu. Ja, man könnte sich wirklich mal die Mühe machen, die absurdesten Regelungen hier aufzustellen. Also das, ja, das Beste war ja bis jetzt das Türknauf ablecken, nicht gesund ist und solche Geschichten. Also wirklich, ja, unglaublich, was hier passiert. Die Lied soll es denn jetzt wieder die Probleme, die man hat. Ja, ich kann es erzählen, was hier Schuwarz schreibt. Und zwar heißt es hier, die Gratis-Maskenausgabe kostet Milliarden. Wartet mal, was die Tests kosten werden. Und dazu blicken wir auf Jens Spahn. Er steht unter Druck. Viele werden dem Gesundheitsminister ziemlich viel verzeihen müssen. Jens Spahn manövriert sich mit dem Immobilienskandal und dem Testdesaster ins Aus. Da gibt es, glaube ich, noch zwei, drei andere Sachen. Armin Laschet könnte davon profitieren, heißt es. Ich denke, hier wird keiner mehr profitieren. So, blickt man doch auf die Tests. Corona-Selbsttests ab Samstag im Handel. In der Corona-Krise sind ab dem Wochenende erstmal Schnelltests zur Selbstanwendung im freien Verkauf erhältlich. Ja, damit soll man sich selber testen, um diese sogenannten Freiheiten wieder selbst erlangen zu können. Dass dann natürlich die Zahlen weiter nach oben schnellen werden, das sollte auch den meisten klar sein. Der Handel hat sie schon, allerdings wurde ja dem Bürger jetzt ein kostenloser Selbsttest, kostenlos in Anführungszeichen, pro Woche versprochen. Und ja, hier heißt es bei der Bild-Zeitung, flächendeckende Schnelltests nicht vor April. Wieso nicht? Weil sich jetzt erst eine Taskforce um die Bestellung kümmern soll. Also, man kündigt etwas an, kann es aber natürlich mal wieder nicht liefern. Und ja, ein weiterer Hinweis darauf, dass hier nichts so läuft, wie es soll, zumindest auf den ersten Blick nicht. Und hier heißt es bei Tichy, wieder alles verschleppt oder versiebt. Kein rasches Lockdown-Ende dank Schnelltest-Staatsversagen. Ja,
weil die Bundesregierung die Bestellung von Schnelltests, auf denen er ihre ganze Strategie aufbaut, vergessen hat, geht das ewige Desaster in die nächste Runde. So, Testzwang notfalls per Gesetz, heißt es hier. Bundesregierung droht betrieben. In Holland gab es offenbar einen Anschlag auf ein Corona-Testzentrum. Es ist nicht möglich, dass das aus Versehen passiert ist. So, von sowas rate ich natürlich ab. Ist allerdings ein Indikator für einen gewissen Unmut. Und ja, hier ein Artikel von der weltweit renommiertesten medizinischen Fachzeitschrift, The Lancet. Sie hat eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass der PCR-Test für den Nachweis von SARS-CoV-2 unbrauchbar ist. Ja, eine ganz frische Meldung, aber dass das so ist, wissen wir ja wohl auch schon seit längerem. Die Dinge beginnen zu kippen. So, alles bizarr. Und wie bizarr ist es zum Beispiel, dass die Bild-Zeitung ja, sich nun ganz offen mit den Öffentlich-Rechtlichen verkracht, anlegt. So bizarr berichten die Öffis, heißt es hier. Die öffentlich-rechtlichen Medien berichten auf ihre ganz eigene Art und Weise über Corona. Ja, das macht ja die Bild-Zeitung auch. Thema bizarr, das werden sich auch viele Menschen in diesen Tagen fragen. Ja, inwieweit das noch rechtens ist, was hier von der Polizei ausgeht. Da kann man durchaus auch ein bisschen tiefer graben. In Gießen, es interessiert hier kein Schwein. Festnahmen bei stundenlanger Kontrolle. Ach, jetzt habe ich es hier. Die falsche Meldung. Hier geht es um die Gießener Drogenszene. Aber auch das ist natürlich ein Thema. Ich wollte auf was anderes heraus. Ja, Maskenkontrolle endet für Petra John in Handschellen. Der Polizist sagte, ihr Ton gefällt mir nicht. Streit um die richtige Tragweise in der Wolfsburger Innenstadt. Ja, und da gibt es sehr, sehr viele Videos inzwischen in den sozialen Medien, wie hier ganz normale Menschen von vier, fünf, sechs Polizisten bedrängt werden, festgenommen werden, zu Boden gedrückt werden, nur weil sie die Maske nicht mal nicht aufhaben, sondern wie hier einfach nur ja, ein bisschen falsch tragen und dann zeigt sich sehr, sehr schnell, wie denn der Mensch hier, die Person hier tatsächlich gestellt ist. Und das ist eine Sache, die meines Erachtens vielen, vielen Menschen in diesen Tagen dabei hilft, die Dinge entsprechend einzuordnen. Ein auch schon etwas älterer Artikel aus dem Dezember. NRW stellt klar, Maskenatteste müssen keine Diagnosen enthalten. Auch da habe ich ein gutes Video gesehen. So, ein Blick auf die Kinder nach Corona-Isolation. Bei Kindern droht jetzt eine Erkältungswelle. Kinderärzte über die Folgen der Pandemie für das kindliche Immunsystem. Ja, selbst eine Grippewelle ist noch möglich. Ja, unsere Kinder waren im Winter isoliert und kaum krank. Kommen jetzt Schnupfnase und Fieber. Und ja, nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch hat die Corona-Krise die Kinder sehr, sehr schwer belastet. Da ist überhaupt noch nicht abzusehen, wie das mal in ja, 10, 20 Jahren sein wird mit dieser Generation. Psychische Gesundheit von Schülern in Corona-Zeiten massiv verschlechtert. Und ja, die Meldung haben wir auch schon seit längerem. Brutale Lockdown-Last. Jeder sechste Schüler denkt an Selbstmord. Mehr als die Hälfte zeigt depressive Symptome. So, Hirnforscher Hütter, Eltern zwingen ihre Kinder in das falsche Schulsystem. Auch das etwas, was wir erst seit kurzem im Mainstream lesen dürfen. Und ja, hier heißt es zu Homeschooling und Lockdown, Panik, einfach nur Panik. Die verzweifelten Gedanken von Berliner Schülern. Ja, und hier eine Studie, Kinder, die mit Tablet und Co. aufwachsen, sehen Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Interessant, hier die Kinder der Alpha-Generation. Also das Letzte, was wir hatten, ist die Generation Z. Da haben wir gedacht, es ist die letzte Generation, die noch, ja, vielleicht noch normal aufgewachsen ist. Und nun haben wir die Alpha-Generation einer schönen neuen Welt. Alles Zufälle, natürlich. Ja, bedrückende Meldung über Homeschooling. Nackte Männer onanieren im Schulchat. Schock auf der Uhlenhorst. Ja, das eine Meldung. Wir haben später noch mehrere Artikel dazu.
die nicht zum ersten Mal jetzt so hier auftaucht. So, es ist ein Tabu, heißt es hier. Viele Corona-Patienten mit Migrationshintergrund, Wielers Aussage lässt tief blicken. Hier wird von fast 90% auf den Intensivstationen gesprochen. 50% der Corona-Intensivpatienten bundesweit mit Migrationshintergrund. Lange dauert es, bis die hochbrisante Nachricht aus einer Schallkonferenz des RKI-Chefs mit Chefsärzten an die Öffentlichkeit durchsickerte. Über 90% der Corona-Intensivpatienten sollen in einer Lungenklinik Migrationshintergrund haben. Bundesweit sind es weit über 50%. Ja, heikles Thema natürlich. Man sprach hier von Kommunikationsschwierigkeiten und so weiter und so fort. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Wir blicken auf, ja, kann man durchaus auch unter das Thema Migration mitnehmen. Laufender Hackerangriff auf Corona-Einreiseanmeldungen. Das Thema Hacken wird mit Sicherheit auch noch ein größeres werden. Wir blicken nach Österreich. Ausreisetestpflicht für Tirol bleibt vorerst, also Tirol weiter abgeschottet. Ausreisetests in zwei Salzburger Gemeinden. Hat natürlich alles nichts mit nichts zu tun. Kommen Ausreisetests für Wiener Neustadt. Ja, wie gesagt, diese Themen muss man wirklich von zweierlei Seiten betrachten. Einerseits ist natürlich eine krasse, ja, wie soll man es sagen, wie kann man es noch sagen? Es ist eine Einschneidung der Freiheit natürlich. Andererseits ist es Freiheit, wenn sowas überhaupt möglich ist. Also diese Themen sind eher dazu gedacht, die Menschen aufzuwecken. Ich bleibe da bei meinem Standpunkt. Und auf einer zweiten Ebene ist es natürlich so, dass man sich Fragen stellt, wer kann hier alles nicht raus? Aber auch dieses Thema begleitet uns schon seit längerem. Ja, neue Schikane. Führerscheinentzug wegen Maskenbefreiung. Steirer Polizist ist jetzt besonders schlau. Der Nahwahnsinn geht in die nächste Runde. Wir bleiben in Österreich. Maskengegner wollen Supermärkte stürmen. In ganz Österreich organisieren sich Maßnahmen gegen in den sozialen Netzwerken und rufen dazu auf, ohne Schutzmasken einkaufen zu gehen. Zu einer bestimmten Uhrzeit sollen die Masken bei Obst- und Gemüseständen fallen gelassen werden. Die Rewe-Gruppe ist vorbereitet. Ja, da geht man natürlich auch gegen diese rechten Verschwörungstheoretiker vor. Das sehen wir auch mehr und mehr. Ich habe es vorher in den Vereinigten Staaten schon gehabt. Hier eine Meldung aus Deutschland. Ministerium will Sicherheitsüberprüfung für Soldaten verschärfen. Um Extremisten in den eigenen Reihen zu vermeiden, soll das Kontrollsystem in der Bundeswehr ausgebaut werden. Ja, wie gesagt, hat nichts mit nichts zu tun. Es gab eine Festnahme in Glashütten, plante der Soldat einen Anschlag, heißt es hier. Und ja, das Innenministerium in Deutschland fordert nun, oder die Innenminister der Länder fordern nun eine Demo-Obergrenze. Ich glaube, auch da habe ich irgendwas nicht verstanden. Aber ja. Alles nur noch absurdig. Wiederholen mich da, glaube ich. Ach so, ja. Und die AfD wird nun endgültig vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir leben ja in der besten Demokratie aller Zeiten. Ja, in der Schweiz gab es einen politischen Schildbürgerstreich. Man will dort Corona-Forschern einen Maulkorb verpassen. Wie gesagt, alles Dinge, die wir weltweit beobachten dürfen. Und irgendwie passiert überall ja, mehr oder weniger das Gleiche. Die Zentrale ist natürlich weiterhin Deutschland. Ja, damit zum Thema Impfung. Auch dort reißen die Meldungen über ja, Komplikationen, ist wahrscheinlich schon zu kurz gegriffen, nicht ab. Alle glaubten an Erdnussallergie, Herzstillstand nach Corona-Impfung. Polizisten retteten einen Familienvater, der fast an der Corona-Impfung gestorben ist. Ja, nach Impfung, Zahl der Sterbefälle in Altenheimen explodiert, heißt es hier. BioNTech und Pfizer üben schon mal den Rückruf von Impfstoffen. Natürlich nur eine Übung. Die momentanen Chargen sind nicht betroffen. Und ja, ich will nicht sagen, jetzt kommt was zum Lachen, aber
viel klarer als mit den nächsten drei Meldungen kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir blicken in den in den Januar, 29. Januar 2021. Je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden auftreten. Eine Aussage von Lothar Wieler, die durchaus zu hinterfragen ist. Also nein, man darf ihn nicht hinterfragen. Also hier heißt es, dass die Impfungen zu mehr Varianten führen wird. Dann zweite Meldung vom Mitte Februar. Wie die Briten Europa beim Impfen komplett abgehängt haben. Also die Briten waren da besonders fleißig. Und jetzt eine ganz frische Meldung vom 3.3. Britische Variante jetzt bei 46% aller Infektionen. Also hier muss man wirklich nur noch 1 und 1 und 1 zusammenzählen. Und ja, viel klarer kann man es eigentlich nicht mehr offenbaren. Ja, wir sind doch Logistikweltmeister. Es geht darum, dieser Artikel hat sich aktualisiert. Ja, egal, überspringen wir den einfach. 175 Euro in der Stunde, Thüringen bezahlt Impfärzte am besten, heißt es hier. Also da kann man weiterhin ein gutes Geschäft mitmachen. Besonders bemerkenswert mal wieder die Aussage von Markus Söder, letztens das Gespräch mit Kindern in München. Und nun, ja, eine ähnliche Aussage. Söder verteidigt den Lockdown. Und es heißt ja, wer Impfen bekämpft, verhindert Sicherheit und Freiheit. Ja, es ist so absurd, ich kann mir gar nicht mehr helfen. Also es gehört nun zur Sicherheit und zur Freiheit dazu, sich impfen zu lassen. Egal. Amtsärzte vor dem neuen Kurs, wir müssen impfen im 24-7-Takt, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und ja, hier heißt es, die Opfer der Impfskeptiker, Kinder nicht impfen zu lassen, grenzt an Körperverletzung. Der ein oder andere würde sagen, dass eine Impfung ja irgendwie schon Körperverletzung ist. Darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Es ist vor allem eine Körperverletzung, wenn es eben nicht freiwillig passiert. Ja, der erste Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt bringt eine Impfpflicht wie in der DDR ins Spiel. Ich habe es überlebt, heißt es hier. Ich würde mich jederzeit mit Sputnik 5 impfen lassen. Ja, wenn dann Putin. Dann gibt es ja diesen Skandal um den Professor, um seinen Impfstoff, der es inzwischen auch in die Mainstream-Medien geschafft hat. Strafanzeige statt Unterstützung. Winfried Stöcke hat in einem einfachen Verfahren einen Antigen-Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Doch statt Lob und Unterstützung gab es eine Strafanzeige. Ja, war eventuell nicht das Richtige drin. Ja, nochmal zurück zu AstraZeneca. Erstmals Export von AstraZeneca-Impfstoff aus der EU gestoppt. Ende Januar startet die Europäische Union Exportkontrollen für Corona-Impfstoff. Im Visier sind Hersteller, die ihre EU-Lieferpflichten nicht erfüllen. Nun trifft es AstraZeneca. Ja, wie gesagt, pure Kompetenz, auf die wir da täglich treffen. Und ja, nochmal zurück zu Sputnik 5. Die EU-Behörde, EMA heißt sie, glaube ich, ja, startet Prüfung von Russen-Impfstoff. Ja, ich will nicht sagen, dass hier der Russen-Impfstoff, wie sie heißt, vorbehaltslos zu empfehlen ist. Allerdings, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was ich nicht tun werde, ja, bin ich generell immer positiver dem gegenüber eingestellt, was da aus Russland kommt. Aber das muss auch jeder selber wissen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat sich geäußert, Corona-Impfpässe in der EU könnten Zwangsimpfung bedeuten. Der russische Außenminister hofft, dass die Einführung von Impfpässen in der Europäischen Union die russischen Bürger nicht diskriminieren wird. Er äußerte sich besorgt darüber, dass die Einführung von Covid-Pässen eine Zwangsimpfung bedeuten könnte. Ja. Zwangsimpfung nicht, aber der eine oder andere wird es auch dort überlegen müssen. Keine Impfung, kein Hatsch, nur Muslime mit Impfung gegen SARS-CoV-2 können nach Mekka. Aber wie gesagt, es wird keinen Zwang geben. Alles ganz freiwillig. Bleiben wir in der Region. Der CEO von Pfizer bezeichnet Israel als großes Impflabor.
Wie schon berichtet, sind in den Ländern, in denen Impfungen früh begonnen haben und massiv durchgeführt wurden, sowohl die Fallzahlen als auch die Todesfälle massiv angestiegen. Beobachtet wurde das neben Israel unter anderem in UK, Malta, Serbien, Monaco und in Gibraltar. Für Pfizer-CEO Albert Bourla sind vor allem die Israelis die Laborraten für seinen Impfstoff. In einem Interview auf NBC sagt Bourla: "Ich glaube, dass Israel im Moment das Labor der Welt geworden ist, weil sie in diesem Zustand nur unseren Impfstoff verwenden und einen sehr großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben, sodass wir sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitliche Indizes studieren können." Auf die Frage, ob man andere anstecken könnte, nachdem man zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hat, sagte er: "Das ist etwas, das bestätigt werden muss und die realen Daten, die wir aus Israel und anderen Staaten erhalten, werden uns helfen, dies besser zu verstehen." Also, man gibt dir ganz offen zu, dass man eigentlich nichts weiß und der Mensch ein Versuchskaninchen ist. So, apropos Versuchskaninchen, das habe ich schon angedeutet, Corona-Allianz in Israel, Kurz und Frederiksen bei Netanyahu. Und ja, eine Aussage, die nicht von mir kommt, sondern von einem israelischen Wissenschaftler, Dr. Herr Seligman. Er spricht hier von einem Impfholocaust. Wie gesagt, nicht meine Aussage, ich zitiere hier einen unabhängigen Experte für Infektions- und Tropenkrankheiten, nennt die Covid-Desinformation oder greift die Covid-Desinformation an, die vom israelischen Gesundheitsministerium ausgegeben wird. Dr. Herr Seligman sagt, dass Todesfälle nach dem Erhalt der Pfizer-Impfung höher sind, als wenn die Impfung überhaupt nicht erst stattgefunden hätte. Also er spricht hier davon, dass Leute, die die Impfung bekommen haben, 40 Mal mehr gefährdet sind zu sterben, als wenn man nur Covid allein gehabt hätte, also nur die Krankheit ohne Impfung. Und bei den Menschen unter 65, also bei den über 65-Jährigen ist es 40 Mal höher, bei Menschen unter 65 ist es 260 Mal höher wahrscheinlich, dass man stirbt, wenn man geimpft ist, als wenn man Covid gehabt hätte. Wie viel höher das dann ist, wenn man gar nicht erst an irgendwas erkrankt wäre, das steht hier nicht. Ja, wie gesagt, das die Worte, die ein israelischer Wissenschaftler wählt. Sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. So, ab und zu, diese Zeit schreit teilweise nach Sarkasmus, muss ich dann solche Meldungen dahinter tun. Wie ein grinsender Hitler heißt es hier, Amazon ändert sein Shopping-App-Symbol nach Nazi-Assoziationen im Netz. Wie gesagt, man findet ja immer sofort immer was, was man bekritteln kann. Ja, macht euch die eigenen Gedanken. Gab es auch die Turnschuhe, glaube ich, von Puma oder von Nike, die da auch in der Kritik waren. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. So, und hier nochmal zum Nürnberger Kodex, den ich vorher schon ganz leicht angedeutet habe. Alle Experimente am Menschen erfordern freiwillige Zustimmung desselben, ohne List oder Vortäuschung, sondern aufgrund von ausreichender Kenntnis. Der Kodex ist für alle Experimentalbereiche anwendbar. Und da kann man natürlich über das Impfen sprechen, aber das ist mit Sicherheit nicht der einzige Bereich, den es da so gibt. Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch ernst nehmen kann, ob das Satire ist. Man weiß sowas heutzutage nicht mehr. Hier geht es um, ja, fliegende ja, Impfeinheiten. Bill Gates möchte genetisch modifizierte Moskitos freilassen, die die Menschen ja, mit Stichen impfen. Ich weiß nicht, ob man das noch ernst nehmen kann oder zuzutrauen, wäre es den Leuten ja tatsächlich. Ja, inszenierte Pandemie, wissen wir schon. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Experimente, die hier ohne das Wissen der Menschen gemacht werden. Und hier heißt es: Erinnerung an Frankreichs Atomtests, radioaktiver Sahara-Staub in Europa.
zweite Meldung diesbezüglich, radioaktiver Sahara-Staub in den Alpen entdeckt. Ja, man schiebt es jetzt der Sahara mehr oder weniger in die Schuhe. Hat natürlich nichts damit zu tun, was hier sonst so im Himmel los ist. Und ja, eventuell auch das etwas, was ganz, ganz langsam in das Bewusstsein der Menschen einsickert. Man nennt es Geoengineering. Und ja, einfach mal in der Früh rausgehen, wenn man ein bisschen Zeit mitgebracht hat, und den Himmel beobachten und sich fragen, was da tatsächlich los ist. So, zurück nach Deutschland. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Skandale. Wie gesagt, da kann man gar nicht mehr mitzählen. Und der Fall, Korruptionsfall Nüsslein, steht an diesen Tagen ganz oben. Schillernder Investor aus London. Das ist der zweite Verdächtige im Korruptionsfall Nüsslein. Ja, Nüsslein hat Ermittlern zufolge 66 Euro dafür kassiert, für Textilfirmen bei der Bundesregierung für Aufträge zur Herstellung von Corona-Schutzmasken zu lobbyieren. Gegen Limberger wird in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts auf Bestechung ermittelt. Ja, und da könnte man wirklich weitermachen. Nächste Durchsuchung im Bundestag ließ sich CDU-Politiker aus Aserbaidschan bestechen. Also der Politiker ist nicht aus Aserbaidschan, sondern das Geld kam aus Aserbaidschan. Hier könnte man ruhig ein bisschen nachfragen. Axel Fischer, der Mann, er pikanterweise einer derjenigen, der sich kritisch zum Lockdown äußert. Vielleicht wollte man hier ja ein Exempel statuieren. Ja, Verlückte, NRW-Verfassungsgericht verhandelt Klage gegen zwei Minister. Ja, auch hier geht es wieder um Kindesmissbrauch. Merkel soll im Wirecard-Ausschuss aussagen. Wie gesagt, das muss nicht einzeln jetzt behandeln. Es ist unglaublich, in wie viele Affären, Skandale hier die führenden Politiker verstrickt sind. Und alles eine Frage der Zeit, bis es wirklich mal einen Knall macht. Geheimdienst FPÖ kurz, Österreich versinkt im Wirecard-Skandal. Auch hier Kanzler, Büroleiterin, VU-Ausschuss. Ja, hier geht es um den Maskenhersteller Hygiene Austria. Also man hat da, wie schon öfters erwähnt, auch ein bisschen Reibach gemacht, sage ich mal. Auch der Cum-Ex-Skandal steht noch im Raum, das Millionenrätsel um Peter Tschetschner und so weiter und so fort. Ja, in Deutschland hat das Kabinett nun das Lieferkettengesetz verboten, Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Dass hier wirklich mal was Gutes für die Menschen, die hier in diesen Lieferketten arbeiten, herauskommt, wage ich zu bezweifeln, sondern für mich geht es auch wieder in Richtung Niedergang der Wirtschaft. Ja, ein weiterer Beschluss, Bürgeridentifikationsnummer, das soll eine neue Bürger, die eine Nummer für alle Bürger können, so rum. Also, hier bekommen alle wieder ihre Nummer, auch das hatten wir ja schon mal. Ja, ein Beauftragter befürchtet mit Universal-ID gläserne Bürger. Das ist ja schon eine Verschwörungstheorie, wenn man das so sagen kann. Es wird immer absurder, auch das wiederhole ich immer wieder. Kein Scherz, heißt es hier. Leipzig prüft CO2-Steuer für Hunde. Auch Hunde belasten die Umwelt. Für all diejenigen, die es noch nicht gewusst haben. Die Grünen in Bremen wollen Tierhalterführerschein für Meerschweinchen und Rennmäuseverbot. Ja, die Grünen haben immer noch die besten Ideen. Und dann schauen wir doch gleich auf die Führungsspitze der Grünen. Und ja, man schafft es in diesen Tagen, das, was geplant ist, ja, an den Mann zu bekommen. Und zwar so, dass auch jeder versteht. Habeck bezeichnet Corona-Krise als Chance für anderen Kapitalismus. Ja, und was mit dem anderen Kapitalismus gemeint ist, das ja, sollte den meisten inzwischen auch klar sein, zeigt sich relativ klar jetzt in dieser Corona-Krise. Von der Pandemie direkt in die radikale Öko-Wende. Geht es nach Ihnen, wird Corona als größte deutsche Krise seit 1945 einen weitreichenden gesellschaftlichen Umbruch einleiten für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Einflussreiche Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Medien hoffen, die Gunst der Stunde für ihre Pläne zu nutzen, ja, als wenn es alles ein Zufall wäre. Und hier wird auch ein Klaus Schwab schon abgebildet. Alles Verschwörungstheorien weiterhin,
was hier von der Welt kommt. Und hier ist es bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Merkel stellt Verbindung zwischen Pandemie und Umweltschutz her. Drohen uns nun Klimabeschränkungen. Ja, Angela Merkel zufolge erhöht die Zerstörung der Natur die Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern wie das Coronavirus. Man merkt, was das hier werden soll. Die Kanzlerin will uns offenbar auf künftige Klimabeschränkungen einstimmen, die weitaus schärfer als die aktuellen Corona-Einschränkungen ausfallen dürften, mit schweren Folgen für Bürger und Unternehmen. Und ein entsprechender Artikel kommt hier schon von Forbes Magazine. Ich glaube, es ist ein Artikel, der ursprünglich vom Guardian kam. Und hier heißt es, die Welt braucht ein Äquivalent zum Pandemie-Lockdown, und zwar alle 2 Jahre, um die Klimaziele von Paris erreichen zu können. Ja, alles Zufall, oder? Und ja, der beste Artikel diesbezüglich kommt von der FAZ. Und hier heißt es, mehr Diktatur wagen. Ernsthaft. Sollen wir unsere ordnungspolitischen Prinzipien über Bord werfen und den Klimawandel so autoritär bekämpfen wie die Pandemie? Ja, the great reset. Ja, blickt man noch ein bisschen auf die Pandemie und deren Bekämpfung. Kampfansage des Mittelstands, Unternehmer fordern jetzt Lockerungen. Und ja, so geht's weiter. Der Pleiteaufschub könnte sich für viele Unternehmen rechnen. Erwartete Insolvenzwelle, das ist ja, glaube ich, immer noch verboten, hier die Insolvenz zu beantragen. Und ja, wie es weitergehen wird, das deutet sich an vielen Stellen an. Massiver Stellenabbau ist hier bei Daimler. Persönlicher Brief vom Betriebsrat an Mitarbeiter. 40% aller Jobs fallen weg. Die Lufthansa meldet Rekordverlust. Auch hier wird vom Corona-Hammer gesprochen. Und ja, wo wir gerade in den Lüften sind. SpaceX Starship erstmals gelandet, dann explodiert. Man spricht aber trotzdem von einem erfolgreichen Test. Ja, Elon Musk mal wieder schillernde Figur, wie gesagt. Und hier kommt Texas mal wieder ins Spiel. Und zwar geht es hier um die sogenannte Starbase, die sich in Texas befinden soll in Zukunft. Also, Elon Musk zieht es nach Texas, das haben wir schon mal angekündigt. Ja, eventuell weiß er Dinge, die andere Leute nicht wissen. So, bleiben wir beim Technischen. Zoom hatte einen größeren Ausfall, ein Glitch mal wieder. Verizon hat an der ganzen Ostküste Ausfälle, also Internetausfälle. Telekom schaltet Netz ab. Tausende Kunden können bald nur noch telefonieren. Das sind alles Meldungen, die auf gewisse Bewegungen hinweisen. Wir blicken in die Finanzwelt. In den Vereinigten Staaten gehen 9 Billiarden Dollar ab. Alles Fettgeld. Ja, eine weitere Bankerin wirft hin, diesmal bei Goldman Sachs. Die Bundesbank überweist dem Bund kein Geld. Erstmals seit 1979 wird die Bundesbank in diesem Jahr keinen Gewinn an den Bund ausschütten. Sie verweist dabei auf die gestiegenen Risiken durch die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank. Alles Einzelmeldungen natürlich, es deutet sich aber eine wirklich größere Bewegung in der Finanzwelt an, sage ich schon seit längerem, aber ich bleibe auch dabei. Größer Stresstest seit der Lehman-Pleite 2008. Diese Pleitebank alarmiert unsere Geldwächter. Die Greensill Bank hat hunderte Millionen Euro von deutschen Kunden. Und da gab es wohl einen kleineren Aufruhr. Die Greensill Bank in Bedrängnis. Finanzaufsicht riegelt zum Sparerschutz Bremer Bank ab. Die Finanzaufseher der BaFin zücken mit einem Moratorium ihr schärfstes Schwert. Die in Bremen ansässige Greensill Bank darf keine Ein- und Auszahlungen mehr vornehmen. Ja, vielleicht tut sich da Größeres. Kompletter Ausfall heißt es hier. Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen droht Verlust von 38 Millionen Euro wegen der Greensill-Pleite. Mal sehen, was da noch rauskommen wird. Ja, die Commerzbank wird zur Direktbank. Digitaler und schlanker heißt es hier. Banken sterben.
Ähnliches sehen wir in Österreich. Ihren G-Rückzug in Österreich. Kunden sollten nicht in Hektik verfallen. Ja, und der Bitcoin ist wieder über 50.000 US-Dollar gestiegen. Wie gesagt, alles kleinere Meldungen. Wie gesagt, ich gehe weiterhin davon aus, dass sich im Hintergrund eine große, große Wende in der Finanzwelt abzeichnet. So, dann blicken wir in die Welt und auf ein Thema, das wir auch seit längerem immer wieder mal betrachten. Wir schauen nach Kroatien. Erneut heftiges Erdbeben. Nicht das erste jetzt in den letzten Wochen. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Bewegung diesbezüglich momentan. Tausende Menschen verbringen die Nacht in Notunterkünften nach einem Erdbeben in Griechenland. Wieder Erdbeben am Bodensee. In Neuseeland kam es, oder bei Neuseeland besser gesagt, ein bisschen nördlich, kam es zu sehr, sehr starken Erdbeben. 3 an der Zahl, die wirklich sehr stark war, über 8, 1. Und es gab eine Tsunami-Warnung, der allerdings ausgeblieben ist. Hier sehen wir die Karte, 8,1, 7,4 und 7,2. Ja. Und dazu noch ein Blick nach Island. 17.000 Erdbeben haben in der letzten Woche Island getroffen. Ja, ein Ausbruch, ein Vulkanausbruch wird hier vermutet, dass dieser kurz bevorsteht. Und auch die Vulkane sind sehr aktiv in diesen Tagen. Wie gesagt, alles Zufall. Vulkan Pacaya in Guatemala spuckt Lava und Asche und ganz bemerkenswerte Bilder kommen vom Ätna, dem aktivsten Vulkan in Europa. Er ist in den letzten 2 Wochen 7-mal ausgebrochen. Dann auf ein paar kleinere Einzelmeldungen, auch hier gibt es natürlich keinerlei Zusammenhang. Villa von Waffenchef in Flammen heißt es hier. Künstliches Koma, VfL Wolfsburg in große Sorge um Topscout Vojtovic. Ja, Feuer im Labor des Bundesinstituts für Risikobewertung. Ist fast schon ironisch. Ja, wieder Zugriff, 1000 Beamte, 75 Projekte, 18 Festnahmen. So lief die Mega-Drogen-Razzia in Hannover, auch in Bremerhaven hat man diesmal 325 Kilo Kokain sichergestellt. Das war ja vor wenigen Tagen diese 16 Tonnen Kokain-Meldung aus Hamburg. Italiens Polizei lässt Wettmafia mit deutschen Kontakten auffliegen und so weiter und so fort. Und natürlich wieder sehr, sehr viele Meldungen aus dem Bereich Missbrauch. Kinderporno-Razzia in Ergolding. Polizist soll aussagen, auch hier Thema Kinderpornografie. Ein weiterer Polizist hortete mehr als 18.000 Kinderpornos bei einer Razzia, flog er auf. Missbrauchsopfer berichtet, da saßen 3, 4 erwachsene Männer, die Kinder wurden rumgereicht. Ja, alles Vorbereitung meines Erachtens für das, was da noch kommt. Ja, 10 Anzeigen gegen Wölki bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Auch hier geht es um das Thema Missbrauch. Aus Frankreich habe ich bereits berichtet, womöglich mehr als 10.000 Fälle von Kindesmissbrauch in Frankreichs Kirche. Ein Thema, das wirklich weltumspannend ist. Bleiben wir kurz bei der Kirche. Die wohl riskanteste Reise von Papst Franziskus, beschützt von 10.000 Polizisten. Er ist zu Besuch im Irak, da wo vor 7 Jahren der IS das Kalifat ausrief. Bleiben wir kurz in Italien. Gondeln liegen auf dem trockenen Ebbe in Venedig. Venedig ja auch ein ganz besonderer Platz, wenn es um ja, den schwarzen Adel zum Beispiel geht. Es gibt ja diese Zeitlinie ganz grob überrissen, sage ich jetzt mal. Ägypten, Babylon, Griechenland, Rom, Venedig, Holland, Großbritannien, Washington. Ist jetzt wirklich ganz grob überrissen. Aber ja, Venedig spielt darin mit Sicherheit eine größere Rolle. So, wir blicken nach Australien. Missbrauchsvorwürfe gegen den australischen Staatsanwalt Christian Porter. Der Vizepräsident von Simbabwe tritt zurück wegen sexuellen
Missbrauchsvorwürfen. Wir sind in den Vereinigten Staaten, blicken auf den Gouverneur von New York, Cuomo, der wild um sich schlägt, wenn es um die Vorwürfe gegen ihn geht. Da haben jetzt ja mehrere ehemalige Mitarbeiter gegen ihn ausgesagt. Die die Untersuchung gegen Hunter Biden ist aktiv und wird weitergeführt, ohne Unterbrechung oder Zwischenrufe aus dem Weißen Haus. Das geht aus einem Report jetzt hervor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nicht irgendwas rauskommen wird. Der First Sun sozusagen, da wird auch noch was kommen, bin mir ganz sicher. Und ja, dazu eine Meldung über die Durham-Akte. Eine dokumentarische Reise über die Spezialuntersuchung, wie das FBI eben Donald Trump abgehört hat und so weiter und so fort. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gehört und wir warten tatsächlich, dass da wirklich mal was prominent in die Öffentlichkeit geht. Ich gehe davon aus, man wartet hier nur auf den richtigen Zeitpunkt. Immer noch zum Thema Missbrauch. Weitere Frau wirft Marilyn Manson sexuellen und emotionalen Missbrauch vor. Kinderpornografieverdacht. U-Star Chris D'Elia verklagt. Also wie gesagt, das alles Meldungen, die durchaus elitär zu nennen sind. Und das ist ja etwas, was der QAnon-Bewegung immer wieder vorgeworfen wird, sich hier auf absurde Verschwörungstheorien zu berufen. Und wir sehen aber mit solchen Meldungen genau, dass diese Meldungen eventuell gar nicht so absurd sind. Da wird auf vielen Ebenen aufgeräumt, vor allem in den USA. Wir sind erneut in Texas, wo man ein Kind gerettet hat und 30 Personen in einem Undercover-Operation nun festgenommen hat. Ja, und auch in Tennessee wurden 150 vermisste Kinder befreit. So viel zum Thema. Es passiert nichts. Ja, und in South Carolina bereitet man schon mal die Erschießungskommandos vor. Ja, noch ein Blick nach Großbritannien. Mobbingvorwürfe gegen Meghan. Mindestens 10 Ex-Mitarbeiter sollen aussagen. Und ja, auch hier sehen wir, dass hier gewisse Vorwürfe bestehen. Den interessanteren Artikel habe ich allerdings hier. Herzigen Meghan geht die Firma direkt an. Und hier spricht sie über ihre Schwiegergroßmutter sozusagen, die Queen. Und interessant, dass Meghan hier den Begriff die Firma benennt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier durchaus etwas tiefer blicken kann. Ja, die Firma. So. Ein weiterer Artikel, wir sind wieder zurück bei Corona, aus Großbritannien. Nicht ein einziger Fall von Grippe wurde von der Gesundheitsbehörde in England dieses Jahr registriert. Grund natürlich, die Corona-Restriktionen unterdrücken den Grippevirus, ganz, ganz klar. Ja. Ich finde diese Meldung immer wieder als den Augenöffner Nummer 1, weil, ja, was will man uns hier erzählen? Die Grippe wird ausgerottet, während die Corona-Fälle steigen und steigen. Für jeden ist einfach was dabei. Und die beste Meldung aus Großbritannien kommt hier. Hier sind wir wieder beim Thema Zugriff meines Erachtens. Eine Katze auf einem Schnellzug hat einen Zug von London nach Manchester für 5 Stunden aufgehalten. Ja. Super Meldung und damit zurück zum heutigen Thema. Die Menschheit lebt jetzt in zwei Welten und ich finde, viel klarer kann man das gar nicht mehr sehen, wenn man durch die Straßen geht. Die einen, oder ja, ich weiß nicht, wie das prozentual zu bewerten ist, aber die einen pfeifen sichtbar auf alles, was da von oben kommt, tragen eben keine Maske als sichtbarstes Merkmal. Die anderen lassen sich von dieser angstgesteuerten Welt weiter unterdrücken
Und viel deutlicher als in diesen Tagen lässt sich das nicht mehr erkennen. Natürlich geht es noch viel, viel tiefer. Die einen schauen hin, die anderen schauen weg. Und ja, dazu noch meine Schlussmeldung für heute vom Tagesspiegel. Die Regierenden sind in einer Paralleldimension angelangt. Ja, und so viel zu meiner 500. Sendung. War nicht ganz so spektakulär, wie ich mir das natürlich erhofft habe. Ich wollte es allerdings aber auch nicht mal länger warten. Harre der Dinge, hoffe auf ein sehr interessantes Wochenende. Und ja, möchte mich nochmal für eure jahrelange Aufmerksamkeit inzwischen bedanken, für eure Unterstützung. Und ja, hoffe, ihr geht den Weg mit mir weiter. Ja, es wird vielleicht kein leichter sein. Dafür sind wir meines Erachtens aber auch schon relativ weit gekommen. Und ja, wenn gewisse Dinge dann endlich mal publik werden, dann schaut die ganze Sache auch ganz anders aus. Wir sind auf einem guten Weg. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank und ja, ein schönes Wochenende. Der Sunny ist draußen. Hätte ich fast vergessen.